Ja. The sorceries of Ulysseum differ from the magic of thine age. It is difficult to explain. Ulysseum's sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? Ja. Also, wie sie sagt, die Magie aus Ulysseum ist eigentlich mehr oder weniger, man könnte es fast sagen, so eine Art Pseudowunder, die Magie von Ulysseum, während die Magie aus unserer Zeit, wie der Typ aus Wirnheim schon gesagt hat, den wir in Neu-London gefunden haben, man versucht einfach irgendwas und dann klappt es irgendwann. Ja, das ist so der Unterschied. Was hat sie noch zu sagen? Ja, mehr hat sie nicht zu sagen. Danke, Glask. If thou art in need, pray. I only wish to be of some genuine assistance. May the flames guide thee. Ja, alle wollen, dass die Flammen uns leiten. Oder dass wir wenigstens am Leben bleiben. So, Hydra besiegt. Glask gerettet. Das war alles, was man hier im Finsterwurzbecken machen kann zu diesem Zeitpunkt. Und ich sage definitiv zu diesem Zeitpunkt. Weil wir werden hierher nochmal zurückkehren. Später im Spiel. Ich will jetzt aber erst einmal hier hoch zurück. In den Finsterwurzgarten. Denn jetzt will ich mit dem Wappen von Artorias die Tür öffnen. Neunzehn Flakons dürften für das, was ich vorhabe, gerade reichen. Ich hoffe nur mal, dass alles gut geht. Denn hinter der Tür wartet, wie das Wappen schon selber sagt, größere Herausforderungen für Neulinge nicht so gut. So, erstmal den da töten. So. Dann kommt sein Kumpel von hinten noch an. Den wollen wir auch noch loswerden. So, sehr schön. Blutroter Mustklumpen. Gut. Hier weiter und da hinten müssten wir gleich schon das Leuchtfeuer wenigstens leuchten sehen. Ganz schwach im Nebel. So, erstmal dichter loswerden. Ja, du kannst ruhig gegen unseren Schild hauen. Macht mir gar nichts aus. Und dichter loswerden. Und ich schaff's noch nicht, die Büsche hier oben zu overkillen. Ja, die halten auch eigentlich ziemlich gut was aus, wenn man es so sieht. Da bräuchte ich eine 15er Waffe oder eine Flammenwaffe, dass das besser klappt. Ja, gegen Feuer können die Jungs auch nicht richtig viel ausrichten. So. Kurz hier eingeloggt. Und jetzt öffnen wir die Tür. So. Artorias Wappen benutzt. Und wir sind in einem ganz neuen Gebiet. Hier schnappe ich mir erstmal meinen Bogen, für den wir demnächst mal wieder Pfeile brauchen. So, und muss mich mal kurz umschauen. Nach dem Typen. Genau nach dem da. Seht ihr ihn ganz schwach im Nebel verzerrt? So, ich habe ihn angeschossen und ziehe mich jetzt erst einmal zurück. So, er kommt. So, das ist nämlich ein Magier. So kannst du dich auch verabschieden. So, den will ich erstmal loswerden, bevor ich mich hier etwas dichter in den Wald begebe. Genau, da kommt nämlich schon sein nächster Freund.
Die Jungs hier sind die schlimmsten oder fast die schlimmsten, denen man hier in diesem Wald begegnen kann. So. Ja, roll ruhig weg. Das sind nämlich Schattenritter. Also ja, man könnte meinen, es sind Geister irgendwie. Aber das sind sie nicht. Sie tragen den sogenannten Ring of Fog. So. Oder eine Ritterrüstung. So. Und im Gegensatz zum Magier respawnen sie nicht. Also sie sind nicht so schwierig wie der Magier. Weil der Magier kommt immer wieder, der ist nervig dann. Die allerdings nicht so. So, als nächstes müssen wir uns um den Kleriker kümmern. Der ist da versteckt. Kriegt gleich mal eins auf die Birne. So. Komm ruhig her. Genau. So. Haben wir dir ordentlich einen verpasst. Und wenn du dich heilen willst, verpassen wir dir noch zwei. Das Nervige am Kleriker, er rennt ständig weg und will sich heilen. So, Kleriker weg. Als nächstes den Banditen da drüben oder den Schurken. Ich glaube den Schurken. So, du kannst ruhig herkommen, Schurki. Da bist du ja. Genau. Ah, der ist etwas mieser als die anderen, weil er verdammt schnell ist. Und manchmal einfach rumsteht. Und nichts macht. Also, ich weiß nicht, ob die KI bei ihm einen Aussetzer hat. Oder ob er einfach abwartet. Au. Er ist jedenfalls nicht so leicht zu besiegen wie seine Kumpanes, die wir bis jetzt besiegt haben. Wow. Auf jeden Fall, weil er auch immer wieder wegrollt. So. Was hast du nur davon? Der ist richtig übel, weil der, glaube ich, ja, gibt nur 2000 Seelen. Also anders als die Ritter, die 3000 gegeben haben. Und hier haben wir den Banditen, den übelsten, zweitübelsten von dieser Sorte. Ja, komm her. Erst einmal haut er ordentlich zu. Also der kann austeilen, der Junge. Da müssen wir aufpassen. Seht ihr? Wow. Das war knapp. Genau. So. Bei dem müssen wir richtig aufpassen. So, aber wir haben ihn weggehauen. So, damit haben wir fast die ganze Kompanie hier beseitigt. Bis auf zwei. Und zwar den nervigsten und noch einen von diesen Rittern. Mal sehen, ob ich den Ritter hier irgendwo rauslocken kann, ohne dass mich der Nervigste angreift. Bis jetzt. Noch nichts. Hallo? Nervensegen, wo seid ihr? Ich weiß, dass ihr beide euch hier irgendwo rumtreibt. Also ja, den zweiten Ritter zu finden ist meistens ziemlich
schwierig. Okay, gehen wir einfach mal wieder hier hoch. Ja, wenn wir hochkommen. Gehen noch ein Stück in die Richtung. Müsste ja eigentlich demnächst mal angerannt kommen. Okay, wir hören Wasser. Okay, da ist er ja. Kaum zu überhören. Aber wir können ihm wenigstens seine Waffe wegschlagen. So, gibt so eine ordentliche Verpassen. Da hat er nicht viel Chancen dagegen. So, weg mit dir. Ja, das war der schlimmste von der, das war der von der Sorte. Jetzt müssen wir uns nur noch um den schlimmsten kümmern, beziehungsweise die schlimmste, die sich hier irgendwo in den Wäldern versteckt hat. Genau. Die sollten wir möglichst irgendwo hinaustreiben. So, und gleich nochmal. Und zwar nicht gerade in die Richtung. Ja, genau, in die Richtung können wir sie ruhig treiben. Ja, genau. Die ist richtig doof. Die Jägerin. Die hat nämlich gerade mitten im Nahkampf auf den Bogen gewechselt. Hat eine Doppelmenschlichkeit dabei. Den Faris-Bogen. Und den Faris-Hut. Erst einmal den Bogen betrachten. Das ist der beste Bogen eigentlich, den man in dem Spiel haben kann. Wie man sehen kann, hat er nämlich von Anfang an ein S-Modifikator auf Geschicklichkeit, während der Langbogen eigentlich nur A hat. Unserer hat schon S, weil er auf plus 6 ist. Also macht das den Bogen ziemlich stark. Ja. Der Lieblingsbogen des Hellenhafen Bogenschützen Faris. Dieser Bogen übertrifft gewöhnliche Bogen an Reichweite, ist jedoch auch schwieriger der Handhabung. Ohne entsprechende Fähigkeiten sind die Ergebnisse enttäuschend. Und wir haben Faris Hut. Obwohl er ein Mensch war, stand Faris als erfolgreicher Bogenschütze auf einer Stufe mit dem Falkenauge Goff, einem der vier Ritter von Fürst Gwyn. Bei Kindern erfreut sich der Hut, sein Hut großer Beliebtheit. Warum auch immer. Ja. Gut. Das war der erste Teil des Waldes. Als nächstes haben wir da eine Katze. Und ja, das ist eine riesige Katze. Hallo. Is it not so that thou art new? Thou fared well to find her. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark? Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Ja, sie meint, wir sollen nicht nach Artorias Grab suchen. Deswegen sind wir eigentlich auch gar nicht hier im Augenblick. Well, indeed. Thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh yes, I believe we would suit thee well. Oh, wir schließen uns mal an. Ich habe mich noch nie dem Wald dem Waldeid eingeschlossen, aber wenn wir das machen, sind erst einmal die Waldheinis hier, die wir gerade getötet haben übrigens, uns freundlich gesonnen. Und zum anderen taucht noch ein weiterer NPC auf, den ich noch nie zu Gesicht bekommen habe. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a